Liebe Schwestern und Brüder, wenn man Paulus kennenlernen will, dann muss man nicht nur, wie wir das eigentlich gewohnt sind, und wir sind ja jetzt für einige Zeit seiner Theologie gefolgt. Wenn man ihn richtig kennenlernen will, muss man immer auch auf den Anfang und das Ende seiner Briefe achten, weil sie viel von seiner Persönlichkeit zeigen. Wenn er manchmal auf die Höflichkeiten am Briefanfang gar nicht länger eingeht, sondern gleich zur Sache kommt, wie etwa im Galaterbrief, dann brennt ihm etwas unter den Nägeln. Und immer finden sich am Ende seiner Briefe Grußlisten, so wie wir das jetzt am Ende des Römerbriefes gehört haben, die ist sogar gekürzt, wäre viel zu lang, es reihen sich noch viel mehr Namen an. Das ist erstaunlich, weil wir in Paulus doch so sehr gewohnt sind, einen einzelnen, einzelwirkenden, großartigen Apostel zu sehen. Aber hier wird mit einem Mal deutlich, als würde ein Schleier gehoben, dass Paulus das ist, was man heute als Networker bezeichnet. Also er hat ein ganzes Netzwerk von Menschen, überall zwischen Asien und Europa in der damaligen Zeit. Der kann weder eine E-Mail schreiben noch sonst etwas tun oder eben mal kurz anrufen. Aber er hat ein solches Netzwerk. Und ohne ein solches Netzwerk kann man überhaupt nicht apostolisch wirken. Dabei geht es nicht darum, ein Netzwerk zu bilden, so wie wir das heute manchmal haben, als Lobbygruppe, als bestimmte Interessen durchzusetzen, sondern einzig und allein, um das Evangelium zu verkünden. Die vielen Namen, die hier auftauchen, haben die ganze Spannbreite von politisch verantwortlichen Leuten, von wohlhabenden Leuten, wie etwa der Gaius, der großzügig sein Haus zur Verfügung stellen kann als Versammlungsort. Es gibt keine einzige Kirche zu dieser Zeit. Wir müssen das uns vor Augen halten. Der sein Haus zur Verfügung stellt. Aber das muss dann groß genug sein. Also 2-3 Leute treffen sich da nicht. Auch keine 1000, aber immerhin müssen da ein paar Dutzend Platz haben. Und ganz einfache Leute. Die Handwerker sind wie Paulus selber. Etwa Priska und Aquila, die in Korinth auftauchen, an unterschiedlichen Orten. Willi Braucht ist auch ein solcher Netzwerker gewesen. Aus England kommend, als Apostel der Friesen, wie wir heute sagen, dieses ist ein großer Missionsstützpunkt hier gleich in der Nähe, in der Abtei Echternach. Verschiedene Versuche bis nach Thüringen hinein, also damals tief in den Osten hinein, um das Evangelium zu sagen. Und die ganz starke Verbindung, die Willi Braucht sucht, nicht nur zur fränkischen Staatsgewalt, zu den pippinischen Hausmeiern damals, sondern auch zu Rom, zum Sitz des Apostels Petrus. Es mutet einen ganz merkwürdig an, dass natürlich auch heute namhafte Bischöfe Netzwerker sind, aber doch eher Lobbyisten. Wenn man jetzt so die Meldungen nach der Synode hört, dann ist die häufigste Meldung im deutschsprachigen Raum: Wir müssen national selbstständiger werden. Die Bischofskonferenzen bekommen mehr Kompetenzen. Das ist aber die Zerstörung des Netzwerkes, wenn jeder in seiner Nation macht, was er will. Und plötzlich nationale Grenzen oder Sprachgrenzen zu Glaubensgrenzen werden. Wenn es verschiedene Usanzen des Glaubens gibt, die mag es in Einzelheiten geben, aber doch nicht bei den Dingen, die wir derzeit diskutieren. Man sollte wirklich ein großes... Oder sagen wir so, man kann gar nicht genug Vorbild nehmen an Paulus oder an einem Willi Braucht oder wie sie alle heißen. Ein wirkliches Netzwerk zu bilden, das allein und einzig der Verkündigung des Evangeliums dient und nicht der Durchsetzung billiger und eigener Interessen. Es ist etwas anderes, ob man ein apostolischer Netzwerker ist oder ein billiger Lobbyist. Das ist ein großer Unterschied. Paulus war sozusagen der Begründer eines apostolischen Netzwerkes. Und Willi Braucht tut es ihm gleich, weil er jene apostolische Grundstruktur in seine Missionsarbeit aufnimmt. Er ist der Erste, der das in dieser Weise tut. Und es sind Glaubensvorbilder, Missionsvorbilder und nicht zuletzt pastorale Vorbilder bis heute.